Zeit ist die Frau Staatsministerin dann die traditionelle Eröffnung vornimmt des Saisonstartes hier am Viktualienmarkt. Ja, mit Spargel, wer Wert auf eine gesunde Ernährung legt, der ist eigentlich mit Spargel sehr richtig. Es ist ein Saisongemüse und insbesondere im Frühling, den Frühling verbindet man ja auch mit dem Spargel, mit der Saison. Und wir sind also jetzt eine Woche, hätten wir ja vorher schon diese Eröffnung machen wollen, eine Woche verschoben und wir sind jetzt mittendrin bereits bei der Ernte. Und es gibt also im Augenblick schon sehr viel Schobenhausener Spargel am Markt. Und das sollten Sie also da genießen. Schobenhausener Spargel ist ein Premiumprodukt. Es ist eine Spezialität in Bayern, dadurch auch begründet, weil wir sehr gute Böden haben. Böden, die für den Spargel besonders gut passen. Deswegen sind also Sandböden mit einem gewissen Lehmanteil. Und dieser Boden bringt den Spargel diesen besonderen Geschmack. Die Frische, den guten Geschmack und die Qualität. Das sind unsere herausragenden Kennzeichen für die Vermarktung und Kenner dieses Produktes wissen das auch zu schätzen. Wir haben seit 2010 haben wir also diese Anerkennung, geschützte geografische Angabe und da haben wir auch besondere Bedingungen da drin. Zum Beispiel, der Spargel darf nicht länger wie 22 cm sein. Es muss also nach der Handelsklassenverordnung, wie es früher gegolten hat, beziehungsweise nach der UNECI-Norm, so nennt sich diese Norm, sortiert werden und angeboten werden. Dann sind auch die Böden innerhalb dieses abgegrenzten Gebietes genau vorgegeben. Also die Erzeuger dürfen nur auf diesen anerkannten Böden, Sand, sandiger Lehm, lehmiger Sand, ihren Spargel anbauen, um diesen Geschmack, den er auszeichnet, auch zu gewährleisten. Ja, Sie sehen natürlich im Hintergrund von uns jetzt einen Spargelbiefern. Das ist der Original Schrobenhausener Boden, den ich gestern aufgehäuft habe und hergerichtet habe, so wie es draußen im Feld auch der Fall ist. Sie sehen also einmal eine Junganlage, das sehen Sie draußen in der Praxis noch nicht. Das ist eine einjährige Pflanze. Aus dieser Pflanze erwächst also dieses Kraut, das Sie hier sehen. Aus einem Samenkorn ist dieser in einem Jahr erwachsen. Es ist die Spargelpflanze, die also so in den vorbereiteten Boden kommt. Und nach einem Jahr im Sommer ist es dann soweit, dass man also dieses Kraut dann hat. Dieses Kraut wurde allerdings im Treibhaus schon vorbereitet, sonst wäre es heute noch nicht so weit, wie Sie jetzt das sehen. Ja. Der Boden muss vorher vorbereitet werden, muss kultiviert werden, tief bearbeitet werden, kommt also Humus mit rein und bis dann eben diese Pflanze in Abstand von so circa 25-30 cm hier gesetzt wird, in einer Tiefe von 20 cm und nach einem Jahr, wie gesagt, wächst diese einjährige Pflanze, die man noch nicht stechen kann. Erst im zweiten Jahr kann man den Spargel 10 Tage stechen. Sie können das hier sehen an diesem offenen Damm, dass also dann Sprosse kommen und da darf man dann 10 Tage stechen. Erst im dritten Jahr kann man dann 4 Wochen stechen, 6 Wochen und erst im vierten Jahr, Standjahr, kann man den Spargel bis zum Ende der Saison, das ist der 24. Juni, der Johannitag, stechen. Dann muss man wieder aufhören, weil dann die restlichen Sprosse, die kommen, auswachsen und dann dieses Kraut bilden, wie Sie hier sehen. Damit wird also wieder Nährstoffe wird assimiliert, wird also dann die Nährstoffe zurückgeführt in den Wurzelstock und Sie sehen dann da einen Wurzelstock, ja, da hat schon jemand gearbeitet, der Wurzelstock, der also diese Rhizome bildet, ja, und die Nährstoffe werden also dann in diesen Rhizomen, also in den Wurzeln gebracht, sodass der Spargel im nächsten Jahr wieder die Kraft hat, da auszuwachsen. Sie sehen auch eine Folie da drauf. Hier wird ja von der Öffentlichkeit ja immer gesagt, das ist also nicht natürlich. Ich muss Ihnen sagen, das ist eine Innovation, eine Folie. Sie sehen einmal die weiße Seite und die schwarze Seite oben. Durch die Folie ist es möglich, dass das Unkraut auch nicht wachsen kann, hier am Damm. Es würde ja sonst sein, dass auch Unkraut wächst. Und die Betriebe mussten früher, bevor man die Folie
haben, Spritzen, Herbizide einsetzen. Brauchen wir nicht mehr. Das unterbindet diese Folie und es hat noch weitere Vorteile. Es kann also keine Bohnenfliege sich an die Stange einnisten. Wir haben also die Möglichkeit, den Dammtemperatur zu steuern. Das heißt, wenn es heiß ist, wird also die weiße Seite nach oben gelegt. Wenn es kälter ist, die schwarze Seite nach oben gelegt. Somit haben wir eine ideale Temperatur und eine gute Qualität des Spargels immer gewährleistet. Also wer da meint, dass das also schädlich ist, den muss ich für das Gegenteil überzeugen. Es sind lebensmittelechte Folien, so vom Material her, wie sie in der Küche, wie auch die Folien verwendet werden in der Küche und sonst wo. Es ist kein anderes Material. Ja, das ist soweit zu diesem Punkt. Ja, wenn man sticht, Sie sehen ja hier diese aufgehäuften, dieser Spross kommt nach oben und man kann dann erkennen, wo der Spross ist und man muss also dann jede einzelne Stange freilegen und dann mit dem Stechmesser abstechen und mit der Klebkelle den Damm wieder zufügen. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit. Und Spargel zählt also, was also die Arbeitsanteil an den Gesamtkosten angeht, ähnlich wie bei Erdbeeren. Wir haben also 40-50% Kostenanteil an den Gesamtkosten beim Stechen, also Arbeit. Deswegen sind Saisonarbeitskräfte in erster Linie aus Rumänien, Polen und so weiter tätig, weil die etwas billiger sind natürlich und die auch diese Arbeit gern verrichten und für dieses Geld, also für die dieses Geld sehr viel bedeutet. Und es ist natürlich eine harte Arbeit, das muss man auch sagen. Man muss in bückender Weise eben einzelne Stangen da jeden Tag rausnehmen. Ja. Wie lang?